Ja, wir werden unsere Vortragsreihe beginnen mit einem rheumatischen Krankheitsbild. Das ist der systemische Lupus erythematodes, häufig als SLE abgekürzt. Was ist das? Der Lupus erythematodes ist eine Autoimmunerkrankung, eigentlich die Autoimmunerkrankung schlechthin. Es gehört zu den seltenen Erkrankungen der Lupus. Die Prävalenz beträgt etwa 15 bis 50 Fälle pro 100.000 Einwohner. Das heißt, so viele Patienten leiden aktiv an einem Lupus. Neue Fälle kommen etwa 2 bis 8 Fälle pro 100.000 Einwohner und Jahr dazu. Der Lupus gehört zu den rheumatischen Erkrankungen mit einem deutlichen Faible fürs weibliche Geschlecht. Frauen sind etwa 5 bis 10 Mal häufiger betroffen als Männer. Der Lupus ist eine Erkrankung durchaus des jungen Lebensalters. Bereits Kinder können am Lupus erkranken. Es können allerdings auch ältere Mitmenschen das erste Mal am Lupus erkranken. Der Hauptgipfel der Ersterkrankung liegt so zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr. Das Spektrum des Lupus, und das ist für ihn typisch, ist extrem vielfältig. Nahezu alle Gewebe und Organe können vom Lupus betroffen sein. Ich habe auf dieser Folie jetzt mal exemplarisch die häufigsten Manifestationsorte aufgezeigt. Das sind die Gelenke, das ist die Haut und das ist als wichtigste Organbeteiligung die Nierenbeteiligung. Wir kennen sehr chronische Verläufe, wir kennen schubweise Verläufe und es gibt am häufigsten Mischformen, das heißt ein chronisches Krankheitsbild mit einzelnen Schüben. Die Symptome können wesentlich variieren von ihrer Stärke her. Es gibt ganz leichte Krankheitsverläufe, es gibt aber auch lebensbedrohliche oder organbedrohende schwere Krankheitsverläufe. Und typisch ist, dass es ein ganz, ganz typisches Bild eigentlich nicht gibt. Abweichungen vom klassischen Bild sind eigentlich die Regel beim systemischen Lupus erythematodes. Weshalb entsteht ein Lupus überhaupt? Ja, wie immer bei Autoimmunerkrankungen müssen wir da eine ehrliche Antwort schuldig bleiben. Wir wissen es nicht wirklich. Wir wissen, dass wir eine Störung des Immunsystems vor uns haben. Wir wissen, dass es einen gewissen genetischen Hintergrund gibt, der die Krankheit mit auslösen kann. Wir wissen, dass es familiäre Häufung der Erkrankung gibt. Wir wissen aber auch, dass Umweltfaktoren auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen. Wichtige Umweltfaktoren, die wir kennen, sind das Rauchen, sind Sonnenlicht, sind Infekte. Wir wissen auch, dass das weibliche Geschlecht wahrscheinlich hormonbedingt ein erhöhtes Risiko darstellt, an dieser Erkrankung zu erkranken. Und insbesondere höhere Östrogenspiegel sind mit einem Risiko vergesellschaftet. Es gibt eine große Studie aus taiwanesischen Krankenkassendaten. Da sind also viele, viele hunderttausend Datensätze eingegangen. Und daraus kann man ungefähr errechnen, dass so mehr als 40% der Krankheitsursache genetisch bedingt sind, wobei viele, viele Einzelgene eine Rolle spielen. Es gibt also nicht das eine Lupus-Gen. Und dann ist der Rest auf Umweltfaktoren zurückzuführen, wobei es individuelle Umweltfaktoren gibt, die also die einzelnen Personen betreffen. Und etwa ein Viertel des Risikos ist auf gemeinsame Umweltfaktoren zurückzuführen. Daraus ist dann in dieser Studie auch errechnet worden, wie hoch das relative Risiko ist, an einem Lupus zu erkranken, wenn Familienangehörige erkrankt sind. Und man kann sehen, dass zum Beispiel eineiige Zwillinge, die genetisch identisch sind und auch ein ziemlich gleiches Umfeld haben, ein Risiko haben, was 316 Mal höher ist als für die Normalbevölkerung, was bei diesem insgesamt aber niedrigen Erkrankungsrisiko immer noch relativ gering ist. Wesentlich geringer wird das Risiko dann für Geschwister, die genetisch nicht völlig identisch sind, oder auch Beziehung Eltern und Kind. Was passiert nun im Immunsystem genau? Und da werde ich jetzt doch etwas wissenschaftlicher vielleicht, wem das zu schwer ist, der kann jetzt ein bisschen vorspulen. Aber es ist für das Verständnis der Krankheit
nicht ganz uninteressant zu wissen, was eigentlich immunologisch abläuft. Wir wissen, dass Lupus-Patienten auf zellulärer Ebene eine Störung des programmierten Zelltodes haben, der sogenannten Apoptose. Zellen, und das gehört zur normalen Natur, sterben irgendwann und dann gehen sie nicht einfach zugrunde und bleiben liegen, sondern werden nach einem festgelegten Programm abgebaut. Dieses Programm, wie gesagt, nennen wir Apoptose. Und was übrig bleibt nach der Apoptose, wird von spezialisierten Fresszellen abgeräumt. Das sind die sogenannten Phagozyten und diesen Prozess nennen wir Phagozytose. Dieses programmierte Zelltodprogramm ist bei Patienten mit einem SLE häufig gestört, sodass das, was übrig bleibt nach Tod der Zelle, der Zellschutt, länger liegen bleibt und damit Immunantworten auslösen kann, die ansonsten nicht ausgelöst worden wären. Ein zweites immunologisches Phänomen beim Lupus ist, dass wir sehen, dass insgesamt der Entzündungsspiegel erhöht ist. Generell im Körper wird Entzündung durch bestimmte Eiweiße vermittelt. In diesem Fall sind es die Interferone. Und wir sehen, dass Interferonspiegel bei Lupuspatienten zum Teil erhöht sein können. Infolge dieser immunologischen Pathologien kommt es zur Aktivierung anderer Immunzellen, unter anderem der antikörperproduzierenden B-Zellen, die zum Teil Immunantworten gegen körpereigene Bestandteile jetzt hervorrufen können. Das Ganze nochmal etwas grafisch dargestellt. Hier sehen wir oben, wie unter Einfluss bestimmter Umweltfaktoren, virale Infekte, Chemikalien, Medikamente, UV-Licht, Sonnenbestrahlung, Zellen zugrunde gehen über den gesteuerten Zelltod, die Apoptose, und damit auch Zellkernbestandteile offen zutage treten. Zum Beispiel die Doppelstrang-DNA aus dem Zellkern, also der Träger unserer Erbinformation. Diese Zellkernbestandteile werden jetzt nicht richtig abgeräumt beim SLE-Patienten, können antigenpräsentierenden Zellen damit dargeboten werden, die damit zu einer zum Beispiel Autoantikörperreaktion gegen Zellkernbestandteile beitragen können. Diese Autoantikörper gegen Zellkernbestandteile können dann wiederum mit diesen Zellkernbestandteilen größere komplexe Klumpen bilden, wir nennen das Immunkomplexe. Die können sich an Gefäßwänden anlagern, an das sogenannte Endothel, gerade dort, wo der Blutfluss relativ langsam ist, dort zu einer Aktivierung von Entzündungseiweißen, dem sogenannten Komplement, führen und in der Folge dann zu einer Entzündung dieser Gefäße in einzelnen Organen führen. Entzündung von kleinsten Gefäßen, den Kapillaren, führen dann zu mangelhafter Organfunktion oder sichtbarer Entzündung, zum Beispiel der Haut. Das Ganze noch einmal ein bisschen schematisch. Der genetische Hintergrund plus die Umweltfaktoren führen also zu Änderungen des Immunsystems, und zwar sowohl des sogenannten angeborenen Immunsystems, das wäre also zum Beispiel diese Interferonerhöhung, und zu Änderungen im erworbenen Immunsystem. Das ist dieses Immunsystem, was in Reaktion auf Umweltfaktoren spezifische Antikörper zum Beispiel bilden kann, die B-Zellen. Und beides läuft beim Lupus-Patienten ab. Und möglicherweise wird es in der Therapie entscheidend sein, beide Wege, sowohl das angeborene Immunsystem als auch das erworbene Immunsystem, zu hemmen. Kommen wir jetzt zum klinischen Bild. Da gibt es seit 2019 sogenannte Klassifikationskriterien. Das heißt, Spezialisten, die sich viel mit dem SLE beschäftigen, haben sich überlegt, was ist typisch bei diesem Krankheitsbild, was finden wir sehr häufig und was brauchen wir, um einigermaßen sicher sagen zu können, ja, dieser Patient hat tatsächlich eines systemischen Lupus erythematodes. Diese Tabelle ist das, was dann zum Schluss rausgekommen ist. Man hat 10 sogenannte Domänen entwickelt. Das ist das, was am Rand nur mit schräg gehaltenem Kopf gut zu lesen ist. Da steht dann zum Beispiel Nephritis, Antikörper, Serosa, Haut, ZNS und so weiter.
Und man hat ein sogenanntes Eingangskriterium festgelegt. Das steht oben, ANAS größer 1:80. ANAS sind spezielle Autoantikörper, zu denen sage ich später auch noch mal was. Wir gehen jetzt einfach mal einzelne dieser Domänen, die vielleicht allgemein interessanter sind, durch und können exemplarisch dabei dann durchgucken, was den systemischen Lupus erythematodes ausmacht. Fangen wir mit der ersten Domäne an, der Nephritis. Nephritis bedeutet Nierenentzündung und ich sagte schon, dass die Nieren eines der wichtigsten Organe sind, die beim SLE mit befallen werden. Nieren sind die Filter des Körpers, über die Nieren eliminieren wir Giftstoffe, über die Nieren regeln wir unseren Wasserhaushalt. Und die kleinste funktionelle Einheit der Nieren ist in diesem Bild rechts zu sehen, das ist das sogenannte Glomerulum oder der Glomerulus, je nachdem. Man sieht ein kleines Knäuel an Kapillaren, die in dieser runden Kapsel eingeschlossen sind. Und über diese feinen Kapillaren, also extrem dünne kleine Blutgefäße, werden kleine Moleküle wie durch ein Sieb ausgeschieden, der sogenannte Primärharn. Große Moleküle und Zellen werden zurückgehalten, normalerweise, es sei denn, das Sieb ist gestört und die Löcher des Siebes sind zu groß, dann finden wir im Urin eben auch große Moleküle, große Eiweiße. Und das ist etwas, was beim Lupus leider häufiger passiert. Entzünden sich diese kleinen Glomerula, diese kleinen Nierenkörperchen, wird das Sieb durchlässig. Und wir finden auf einmal Eiweiße im Urin, die wir dort sonst nicht haben, oder sogar rote Blutkörperchen. Wir sprechen dann von einer Proteinurie, wenn der Eiweißgehalt im Urin größer als 0,5 Gramm am Tag ist. Auf den Bildern unten auf dieser Folie sehen Sie das, was der Pathologe zum Beispiel dann in Spezialfärbung bei einem entzündeten Glomerulum erkennen kann. Rechts diese schöne grüne Färbung zeigt im Prinzip die Entzündung dieses Glomerulum relativ deutlich an. Links sieht man ein elektronenmikroskopisches Bild mit diesen schwarzen Verklumpungen direkt am Endothel, also an der Gefäßwand. Also Glomerulonephritis oder Nephritis-Entzündung der Niere, die wichtige Organbeteiligung beim systemischen Lupus erythematodes. Die nächste Domäne sind spezielle Antikörper. Und da kommen wir tatsächlich zu einem Kernpunkt in der Diagnostik des systemischen Lupus erythematodes. Patienten, die ein SLE haben, haben immer Autoantikörper, also Antikörper, die sich gegen körpereigene Bestandteile richten. Und es gibt eben sehr, sehr typische Autoantikörper, die pathognomonisch für den systemischen Lupus erythematodes sind. Und das wären die Doppelstrang-DNS-Antikörper. Es gibt eine ganze Reihe anderer Antikörper, die auch häufig zu finden sind und zum Teil spezifisch sind für den Lupus. Aber am allerwichtigsten sind diese sogenannten Doppelstrang-DNS-Antikörper, die sich gegen die Erbsubstanz im Zellkern richtet. ANA, die Abkürzung steht für antinukleäre Antikörper, also Antikörper gegen Zellkernbestandteile. Finden wir die ANAs nicht erhöht, können wir einen systemischen Lupus erythematodes eigentlich ausschließen. Sind die ANAs erhöht, sind ganz, ganz viele Ursachen möglich. Das muss kein Lupus sein, kann aber eben ein Lupus sein. Hier sehen Sie einmal, wie dieser Nachweis der ANA-Antikörper funktioniert. Man hat Objektträger, die kann man gewerblich kaufen, Zellen drauf sind auf dem Objektträger. Auf diesen Objektträger wird das patienteneigene Serum, also was man aus dem Blut abgenommen hat, raufgeschichtet. Darin befinden sich möglicherweise Antikörper, die sich dann gegen Zellkernbestandteile dieser auf dem Objektträger befindlichen Zellen richten können. Und dann gibt man einen zweiten Antikörper rauf, der sich wiederum gegen den patienteneigenen Antikörper richtet und mit einem grünen Farbstoff versehen ist. Und danach kann man das Ganze unter einem Spezialmikroskop, einem Immunfluoreszenzmikroskop betrachten. Die Bilder
mag ich sehr. Sie leuchten in diesem wunderschönen Grün. Und wir sehen diese unterschiedlichen Muster, die für unterschiedliche Autoimmunerkrankungen typisch sein können. Die Bilder der oben im Bild könnten zum Beispiel bei einem SLE-Patienten aufgenommen worden sein. Es gibt eine ganz andere Erkrankung, die auch mit erhöhten ANA einhergehen. Diese Krankheitsgruppe nennen wir Kollagenosen und dazu gehören zum Beispiel Erkrankungen wie die Sklerodermie oder das Sjögren-Syndrom oder die Polymyositis. Diese Kollagenosen haben gewisse klinische Gemeinsamkeiten neben ihren Antikörpergemeinsamkeiten. Sie bevorzugen alle Frauen, lösen Manifestationen am muskuloskeletalen System oder inneren Organen aus und haben diese charakteristischen Antikörper. Und sehr häufig und auch beim Lupus zu finden, ist das sogenannte Raynaud-Phänomen. Das bedeutet, dass bei bereits leichtem Kältereiz die Blutversorgung der Finger gestört wird. Die Finger werden dann häufig weiß und in einem zweiten Schritt dann blau, wie man das hier auf diesem Foto ganz schön erkennen kann. Wir gehen weiter mit unseren Kriterien. Nächste Domäne, da steht akute Perikarditis oder Erguss. Das ist also die Entzündung des Brustfells oder Perikarditis des Herzbeutels oder auch Wasserbildung in der Bauchhöhle, sogenannte Aszitis. Das gehört mit zur Symptomatik vor allem eher schwererer Lupusverläufe. Also Herzbeutel, Lunge, Bauchfell können betroffen sein. Im Röntgenbild sieht man so ein Beispiel einer Herzbeutelentzündung. Das Herz ist wesentlich größer im Röntgen dargestellt. Der Muskel ist hier nicht vergrößert, sondern das ist letztlich Wasser in dem umgebenden Herzbeutel. Das sind meistens schwerere Verläufe, die häufig dann auch mit Fieber einhergehen, die sich mit so einer Serositis äußern. Ganz wichtiges, großes Kapitel ist dann die Hautbeteiligung. Das ist die, die häufig den Kliniker relativ zügig auf die Diagnose Lupus führt. Bekannt ist vor allem dieses berühmte Schmetterlingserythem oder Exanthem, was Sie hier in dem Bild sehen. Also eine Entzündung der Haut, die über beide Wangen geht und über den Nasenrücken und in der Regel das Munddreieck, also das, was wir hier unter der Nase und zwischen der Oberlippe haben, ausspart. Es gibt aber auch andere Entzündungen an anderer Stelle an der Haut, sehr häufig in den lichtexponierten Arealen, die also durch UV-Schädigung lokale Entzündung dann zeigen können. Die nächste wichtige Domäne wäre die Arthritis, die Gelenkentzündung. Auch die ist typisch für den systemischen Lupus erythematodes, wenn auch nicht bei jedem einzelnen Patienten zu finden. Da gibt es unterschiedliche Bilder, aber ein ganz, ganz typisches Bild ist, dass sich die kleinen Fingergelenke entzünden, wie wir es hier auf dem oberen Bild sehen. Sie sehen, dass die Fingermittel- und Grundgelenke etwas geschwollen sind. Wir nennen das Jacquard-Arthritis. Im Gegensatz zur rheumatoiden Arthritis gehen die Gelenke nicht direkt kaputt. Also wenn wir röntgen, sehen wir eine glatte Gelenkoberfläche. Allerdings kann die andauernde Entzündung und Überdehnung der Gelenkkapsel dazu führen, dass die Gelenke aus der Form geraten, wie man auf dem unteren Bild sieht, und dann durch diese Kapselüberdehnung Fehlstellungen auftreten. Der systemische Lupus erythematodes kann unter anderem auch das blutbildende System mit betreffen. Dort kann er zum Beispiel zu einer Anämie, zur Blutarmut führen, die dann Atemnot, Müdigkeit, Abgeschlagenheit hervorrufen kann. Aber auch weiße Blutkörperchen sind typischerweise erniedrigt. Das kann im Extremfall bis zu einer Infektanfälligkeit führen. Und was gelegentlich auch zu finden ist, dass auch die Blutplättchen erniedrigt sind, dann können Blutungsneigung und vermehrtes Auftreten von blauen Flecken den Kliniker in die richtige Richtung leiten. Was können Sie selber machen als Lupuspatient, um Ihre Krankheit günstig zu beeinflussen? Der erste Punkt ist langweilig. Ich weiß, jeder Arzt wird Ihnen das sagen. Hören Sie auf zu rauchen. Rauchen
schädigt den Lupuspatienten noch mehr als den Normalpatienten oder den Normalbürger, der raucht. Wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, lange zu leben, um 50% steigt, wenn sie aufhören zu rauchen, und dass die Wahrscheinlichkeit, einen Lupus zu entwickeln unter bei Rauchern deutlich größer ist. Also Rauchen ist ein No-Go für einen SLE-Patienten. Der nächste Punkt ist letztlich aus dem, was ich bisher gesagt habe, abzuleiten. Schützen Sie sich vor UV-Licht. Also sehr, sehr guter Sonnenschutz ist das, was jeder SLE-Patient kennen sollte. Sonnencreme im Sommer mit Schutzfaktor 50 oder mehr. Gegebenenfalls Sonnenhüte, langärmelige Kleidung im Sommer. Das liegt einfach daran, dass das UV-Licht Zellschäden auslösen kann, die dann wiederum zu einem immunogen ausgelösten Schub des Lupus führen können. Dann sollten Sie als Lupuspatient unbedingt die empfohlenen Schutzimpfungen wahrnehmen. Das betrifft zum Beispiel auch die Pneumokokkenimpfung, das betrifft die jährliche Grippeschutzimpfung und es betrifft natürlich im Moment die Covid-19-Impfung. Impfungen lösen keine Lupusschübe aus, sie sind auch nicht kontraindiziert. Und ein großes Problem beim Lupus ist eben diese vermehrte Infektanfälligkeit. Deshalb können wir insgesamt das Befinden der Patienten deutlich steigern, wenn wir einen sehr, sehr gut ausgebauten Impfschutz haben. Einzige Ausnahme wären hier Lebendimpfungen, gerade unter den Therapien. Das wären also vor allem Masern, Mumps, Röteln, die in der Regel aber ja in der Kindheit schon geimpft werden. Der nächste Punkt, der wichtig ist und der nicht direkt Lupustherapie darstellt, ist die sogenannte Arthrosklerose-Prophylaxe. Lupuspatienten haben durch diese längere Entzündung häufig das Problem, dass es zu einer vorschnellen Arterienverkalkung, sogenannten Arteriosklerose, kommt, die dann zum Beispiel zu Herzinfarkten führen kann. Darauf sollte der behandelnde Arzt gut achten. Und wichtig für die Lupuspatienten ist dann auch noch die Osteoporose-Prophylaxe, also Schutz vor Knochenschwund. Dazu könnte es wichtig sein, regelmäßig die Knochendichte zu messen und eventuell Vitamin D oder richtige Osteoporose-Präparate zu geben. Die spezifische Therapie des Lupus sieht dann wiederum so aus, dass wir versuchen, auf ein bestimmtes Therapieziel hinzuarbeiten. Ein Prinzip, was man Treat to Target nennt. Also nicht so, wie es früher häufig gemacht wurde, Medikament verschreiben, Patienten irgendwann wiederkommen lassen, fragen, geht es Ihnen besser? Ja, es geht mir besser. Okay, dann bin ich zufrieden und der Patient ist auch zufrieden. Nein, wir setzen uns bestimmte Therapieziele. Bei Beteiligung der Niere zum Beispiel würde dieses Therapieziel zum Beispiel heißen, wir wollen, dass die Eiweißausscheidung pro Tag unter 0,5 Gramm ist. Und wenn das nicht erzielt wird, muss die Therapie entsprechend angepasst werden. Weiterhin ist es wichtig, dass wir zwischen Krankheitsaktivität durch anhaltende Entzündung und bereits eingetretenem Schaden unterscheiden. Wir wollen durch Vermeiden der Entzündung weiteren Schaden vermeiden. Grundsätzlich ist eine Heilung des SLE aktuell noch nicht möglich. Was wir aber erzielen können, und das wollen wir, ist eine anhaltende Remission zu erreichen. Das heißt, unter dauerhafter Therapie möchten wir eigentlich keine Krankheitsaktivität mehr feststellen können. Dazu werden die Patienten regelmäßig, in der Regel alle 3 bis 6 Monate, vom Rheumatologen gesehen. Es werden Antikörper bestimmt, es werden die Leber-, die Nierenwerte, die Blutbildwerte bestimmt, Urin wird untersucht. Und in regelmäßigen Abständen, das muss nicht einmal im Jahr sein, das hängt sehr von der Krankheitsaktivität ab, werden auch Organfunktionen mit weitergehenden Untersuchungen erfasst. Wichtig und zunehmend im Vordergrund kommt dann noch das Erfassen von Begleiterkrankungen, wie gesagt, Arthrosklerose, Osteoporose, Blutfette, eventuell Zucker. Das sollte alles kontrolliert und gut eingestellt werden. Ein Medikament spielt bei der Behandlung des systemischen Lupus erythematosus eine ganz große Rolle. Das ist eigentlich ein schon uraltes medikamentöses Wirkprinzip. Und zwar wird die
nicht mehr die Rinde des Chinabaumes eingesetzt, das Chinin wie früher, aber weiterentwickelte Präparate aus diesem Naturstoff, das sogenannte Hydroxychlorochin. Das ist ein relativ gut verträgliches und sicheres Medikament, was insbesondere auf die Hautbeteiligung und auf die Arteriosklerose-Entstehung, also auf die Gefäßverkalkung, sehr, sehr günstig wirkt und auch dem erhöhten Thromboserisiko bei SLE-Patienten entgegenwirkt. Dieses Präparat ist so, ich sag mal, harmlos, dass es auch in einer Schwangerschaft eventuell genommen werden kann. Und ist eigentlich etwas, was jeder Lupus-Patient bekommt, es sei denn, er hat ganz dezidiert Nebenwirkungen, die eine weitere Therapie damit ausschließen. Und an Nebenwirkungen gibt es vor allem eine Nebenwirkung, auf die wir ein bisschen achten müssen. Wir wissen, dass nach Jahre oder Jahrzehnten langer Therapie mit diesen Präparaten, die früher und auch heutzutage zum Teil noch zur Behandlung der Malaria eingesetzt werden, Reststoffe sich im Augenhintergrund oder zum Teil auch in der Hornhaut ablagern können. Deshalb sollten Patientinnen unter Hydroxychlorochin-Therapie regelmäßig augenärztlich untersucht werden, denn bevor sie schlechter sehen, wird der Augenarzt schon lange gesehen haben, dass da irgendwas im Argen ist und dann wird die Therapie abgesetzt. Für die schwereren Verläufe werden dann sogenannte immunmodulatorische Medikamente eingesetzt, die wir auch bei anderen rheumatischen Erkrankungen einsetzen, also zum Beispiel Azathioprin oder Methotrexat, vor allem bei der Gelenkbeteiligung, zunehmend häufig das Mycophenolat Mofetil, vor allem bei Nierenbeteiligung. Und für die ganz schweren Verläufe, was hier mit großer Schub beschrieben ist, werden dann zum Beispiel Cyclophosphamid-Infusionen, das sind also letztlich dann wirklich sogenannte Chemotherapien, eingesetzt. Und relativ neu in der Behandlung des SLE, wie auch bei anderen rheumatischen Erkrankungen, sind jetzt die Biologika, die zunehmend häufig eingesetzt werden können. Biologika sind gentechnisch hergestellte Eiweiße, meistens künstlich hergestellte Antikörper, die sehr gezielt in den Entzündungsstoffwechsel eingreifen. Da sind mehrere mittlerweile sogar zugelassen zur Behandlung des systemischen Lupus erythematodes. Das eine wäre das Belimumab, Benlyster, hemmt die Aktivität von B-Zellen, also die Antikörper produzierenden Zellen. Und jetzt ganz neu zugelassen wäre das Anifrolumab, Safnelo. Das ist ein Antikörper gegen den Interferonrezeptor, also wenn Sie in den immunologischen Part zurückdenken, der Teil des angeborenen Immunsystems, der bei den Lupus-Patienten auch relativ aktiv ist. Hier unten in Klammern ist ein Antikörper, den wir zwar häufig einsetzen, der aber offiziell gar nicht zugelassen ist zur Behandlung des Lupus. Das ist das Rituximab, ein Antikörper gegen B-Zellen, der diese eliminiert. Ich komme zum Fazit. Der SLE ist eine chronische Autoimmunerkrankung mit extrem wechselhafter Beteiligung vieler innerer Organe und insbesondere auch der Haut. Mittlerweile haben wir exzellente Therapiemöglichkeiten, die für die meisten Patientinnen ein normales Leben ermöglichen sollten. Und ganz wichtig ist mittlerweile das Vermeiden von Schüben geworden und nicht nur die Behandlung des Schubes, wenn er dann eingetreten ist. Ich danke für die Aufmerksamkeit und hoffe, Ihnen etwas weiterhelfen zu können.